Ich stamme ab von meinem Vater, mein Vater von meinem Großvater, mein Großvater von meinem Urgroßvater und so weiter bis hin zu Adam a.s. Und Adam wurde von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Und wenn du fragst, was war davor? Die Dschinn waren davor. Und vor ihnen? Zuvor hat Allah subhanahu wa ta'ala die Engel erschaffen. Und dann fragst du, was war vor den Engeln? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Es wird eine Frage aufkommen, die der Shaitan aufwirft. Er wird sagen, das ist die Schöpfung Allahs. Also wer hat Allah erschaffen? Nun, wenn du in der Zeit zurückdenkst, wenn du dich fragst, was war vor Allah? Das Vor taucht nur deswegen auf, weil du über die Zeit nachdenkst. Und die Zeit ist eine Schöpfung Allahs, Azza wa Jal. Ja, ayyuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaykum. Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard. La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. O ihr Menschen, gedenkt der Gunst Allahs an euch. Gibt es einen anderen Schöpfer als Allah, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Nun, vor Allah Azza wa Jal, es gibt kein Vor. Diese Frage ist überhaupt nicht möglich. So etwas wie vor Allah existiert nicht. Allah war immer da. Punkt. Das muss klar sein. Wir können den menschlichen Verstand nicht gebrauchen, um das zu verstehen. Weil der menschliche Verstand begrenzt ist. Er hat ein Limit. Hast du zum Beispiel mal versucht, einem Blinden die Farbe Rot zu erklären? Es ist unmöglich. Oder stell dir vor, ich verlange von dir, 10 Kilo zu stemmen. Du wirst sicherlich 10 Kilo heben können. Aber was, wenn ich sage, du sollst 10.000 Kilo stemmen? Wirst du es schaffen? Nein, du kannst niemals so eine Masse heben. Es gibt ein Limit. Gleiches gilt für das Auge. Wie weit kann ein Mensch sehen? Einige Menschen sehen 1 Kilometer weit. Einige 5, 6 Kilometer an klaren Tagen. Einige 10 Kilometer. Aber wenn ich von einem Menschen verlange, über eine Entfernung von 100 Kilometer zu sehen, ohne Hilfsmittel, ohne Fernglas oder Teleskop, schafft es das menschliche Auge? Nein. Das menschliche Sehvermögen hat seine Grenzen. Ebenso wie seine Muskelkraft. Selbst eine gewaltige Explosion am anderen Ende der Welt kann ich nicht hören. Wir Menschen sind eingeschränkt in unserer Wahrnehmung. Unser Gehirn ist eingeschränkt. Der Mensch kann über so vieles nachdenken, aber er ist in seinem Denken eingeschränkt. Oder sind du und ich in der Lage, etwas über die unsichtbare Welt zu wissen, ohne einen Propheten? Ja oder nein? Das können wir nicht. Nein. Nur mit Hilfe der Propheten. Nun, was auch immer die Propheten uns über Allah subhanahu wa ta'ala sagen, wir müssen darin vertrauen. Der Mensch ist aus eigenen Stücken nicht dazu imstande, neue Argumente über Allah darzulegen. Es klappt nicht. Denn das gesamte Konzept über Allah azza wa jal ist keine von Menschen gemachte Sache. Allah hat Gesandte auf die Erde entsandt, um über ihn zu sprechen. Nun, wenn also die Fragen aufkommen, Fragen über Allah azza wa jal, darüber, wer Allah ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala ist und so weiter. Kein Mensch ist je in der Lage, darüber zu debattieren, nicht ohne einen Beweis durch einen Propheten. Wir benötigen hierfür einen Propheten. Wenn also Philosophen, wenn Wissenschaftler, wenn einfache Menschen über Gott sprechen, wenn sie sagen, Gott ist so und so, können wir die Autorität von niemandem akzeptieren. Wir akzeptieren nur die Autorität von Propheten, denn ihnen wurde von Gott mitgeteilt, wer Gott ist. Deswegen müssen wir uns an Propheten wenden, um über Gott zu erfahren. Jeder andere, selbst der eigene Verstand, wird beim Versuch, Allah zu begreifen, kläglich scheitern.